Volltreffer in Berlin. Ihr erinnert euch noch an diesen Großbrand hier am 3. Mai in Berlin-Lichterfelde am Stichkanal. Ich habe am gleichen Tag den Vorwurf in den Raum gestellt oder den Verdacht aufgeworfen, ob es sich hier nicht wahrscheinlich um einen Sabotageakt handelt. Und nur weil außen draufsteht, das ist kein Rüstungsunternehmen, heißt das noch lange nicht, dass innen drin auch wirklich kein Rüstungsunternehmen ist. Es gibt jetzt Hinweise eines amerikanischen Nachrichtendienstes, der genau das unterstellt. Und die Bundesregierung, sie hat mit der Fernmeldeaufklärung eben genau solche Dinge abgefangen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr kennt sie sicher noch, die Bilder des Großbrandes in Berlin. Das Werk von Diehl Automotive bzw. von Diehl Metal Applications, was dann eher für den Automotive-Bereich tätig sein soll, ist abgebrannt bzw. eine Halle auf dem Werksgelände. Es gab damals schon diverse Ungereimtheiten, wo ich ein paar Fragezeichen hatte, wie denn der Brandschutz so schnell, so katastrophal versagen kann, dass wir hier einen Einsturz des Gebäudes während des Feuers hatten. Also normalerweise gibt es ja gewisse Regeln im Brandschutz, ne, der erste Brandregel, der zweite Brandregel und so weiter. Hier haben alle Sicherheitssysteme offenkundig versagt. Und das Gebäude ist dann eingestürzt. Der Feuerwehreinsatz, er hat 168 Stunden gedauert, von Anfang der Alarmierung bis Ende. Es gab Dutzende verletzte Feuerwehrleute durch eingeatmeten Rauch. Es ist dort ein Galvanikbetrieb in Flammen aufgegangen. Offiziell werden dort keine Rüstungsteile hergestellt. Ich habe das aber schon mal erklärt. Ich komme selbst aus einem handwerklichen Beruf. Ich habe mal Schlosser gelernt. In einem metallverarbeitenden Betrieb laufen so viele Teile durch, dass wenn dort 1, 2, 3% der Teile für einen anderen Verwendungszweck sind, man das A weder ins Portfolio schreibt, noch das irgendwie nach draußen kommuniziert. Es gibt jetzt auch im Nachhinein nicht nur diese Berichte des Geheimdienstes, es gibt so viele Puzzlesteine in diesem Konstrukt, dass ich mir sicher bin, dass es sich hier um Sabotage handelt. Ob es die Russen am Ende gewesen sind oder nicht, kann ich nicht final sagen. Ich sage einfach, es ist Sabotage gewesen und dafür kommen viele Leute in Frage. Dort werden kleine Stecker gemacht, die Plastikstecker mit den Pin-Verbindungen für die Automobilindustrie. Dort werden spezielle Metalllegierungen gemacht, kleine Teile, die man braucht, um auch in der E-Mobilität Batterien zu bauen. Kabelbäume-Teile werden dafür gemacht und auch Synchronringe. Es ist aber der Galvanikbetrieb abgebrannt und hier wird es in meinen Augen interessant. Die Firma Diehl sagt inzwischen selbst, es ist ein technischer Defekt gewesen, deswegen ist das Gebäude abgebrannt. Man hat direkt nach Ende des Feuerwehreinsatzes begonnen, das Gebäude abzureißen. Es steht auch schon gar nicht mehr. Man plant die neue Produktionshalle. Alle Mitarbeiter sind weiterhin dort beschäftigt und die Produktion läuft im verbliebenen Teil des Werkes. Jetzt im Dreischichtsystem. Für die Automobilindustrie wohl kaum. Hier meldet ein Autobauer nach dem nächsten Kurzarbeit an. Deswegen, dass hier eine so hohe Auslastung besteht bei den Automobilkonzernen, das ist ja schlicht gelogen. Und deswegen finde ich das hier so interessant. Es gibt Dutzende, wenn nicht gar Hunderte bestellte Iris-T-Systeme. Und wenn wir uns das Iris-T-System mal anschauen, es gibt ja hier Verkaufsprospekte. Und dann seht ihr mal, das besteht ja nicht nur aus den Raketen, die dort verschossen werden. Das besteht ja vor allem auch aus den ganzen Einheiten, aus den Abschussrampen, aus der Radarstation bzw. dieser Verbund. Und das sind Fahrzeuge. Und diese Fahrzeuge sind, sofern sie nicht ein MAN-Fahrgestell unten drunter haben, dann auch Eigenkonstruktionen. Und vor allem werden hier elektronische Bauteile benötigt. Und diese kann ich mir sehr gut vorstellen, dass davon Teile zum Beispiel in Berlin-Lichterfelde hergestellt werden und dass man deswegen jetzt, koste es, was es wolle, die Produktion fortführen muss, damit es keine Verzögerungen gibt an der Front bzw. bei den ganzen Militärs, die das hier einführen wollen. Wir Deutsche haben alleine 1200 Iris-T-Raketen bestellt. Nur die Raketen, die ganzen Startgeräte und so weiter, das kommt ja alles nochmal on top dazu. Jetzt gibt es diese Hinweise hier von einem amerikanischen Nachrichtendienst in dieser Sache und die behaupten, man hätte die Deutschen darauf hingewiesen, dass es hier Hinweise gibt, dass solch ein Sabotageakt in der Zukunft stattfinden kann. Und das Spannende ist,
Sie haben wohl mit der Signet-Einheit der Bundeswehr, also mit der Fernmeldeaufklärung, haben Sie hier Hinweise zu diesem Vorfall, sage ich mal, abgefangen, beschweren sich aber, da das halt abgehörte Gespräche waren, dass man das in Deutschland hat bisher keinem Richter vorlegen können. Wo ich mir immer nur die Frage stelle, wem wollt ihr diesen Bären hier aufbinden? Im Falle von Terrorismus, ja, und Staatssabotage kann man doch den Beweis zumindest vorlegen. Ob er dann am Ende verwertbar ist, spielt ja erstmal eine untergeordnete Rolle. Es geht doch darum, dass man diesen Fall aktenkundig macht und sagt, wir haben in der Fernmeldeaufklärung Hinweise abgefangen, dass dieser Sabotageakt hier kein technischer Defekt war. Es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Dieses Gebäude ist nicht nur in kurzer Zeit durch den Vollbrand danach eingestürzt, was schon die komplette Frage des Brandschutzes aufwirft, sondern es gibt keine Überwachungsbilder. Das Gebäude ist an einer Stelle in Brand geraten, was dafür gesorgt hat, dass der Technikraum mit allen Kameraaufzeichnungen, so wie ich das verstanden habe, des gesamten Betriebsgeländes leider im Feuer zerstört wurden. Auch interessant. Da wir jetzt leider nicht wissen, ob dort rüstungsrelevante Güter produziert wurden oder immer noch werden, können wir auch gar nicht entscheiden, ob denn die Möglichkeit besteht, dass in der Produktion Teile entwendet wurden, bevor es diesen Anschlag gab und dieser Anschlag am Ende nur zur Vertuschung dient. Das sind alles ungeklärte Fragen. Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft in Berlin heißt es weiter, man geht von einem technischen Defekt aus. Man führt kein Ermittlungsverfahren hier gegen irgendwen anders, gegen einen ausländischen Nachrichtendienst oder einen anderen ausländischen Saboteur. Das ist nicht Gegenstand der Ermittlungen. Ich denke, Diehl hat auch ein Interesse daran, dass es hier als technischer Defekt klassifiziert wird, damit die Versicherung anstandslos die Police auszahlt, damit man hier den Schaden etwas geringer halten kann. Es wird auf jeden Fall neu gebaut. Und ich frage mich immer noch, wenn Sie jetzt rund um die Uhr arbeiten, da hinten, wo sind die ganzen Autos der Automobilindustrie, die damit gebaut werden sollen? Das ist für mich ganz, ganz unklar. Es gibt aber aktuell auch keine Mitteilungen, dass sich die Lieferung von Iris-T verzögert. Das liegt aber daran, dass wenig über diese Lieferzeitpunkte überhaupt öffentlich bekannt ist. Ich finde es dennoch spannend. Ich hatte das von Anfang an in den Raum gestellt, dass man hier sofort aufpassen muss. Bei Diehl ist alles eine Frage der Rüstung, denn es gibt so viele Firmen, die machen neben der Rüstung auch noch andere Dinge. Rheinmetall macht auch Teile für die Automobilindustrie. Und es ist jetzt aber nicht so, dass die Unternehmen strikt getrennt sind. Stellt euch mal vor, ihr braucht diese Stecker für eure Iris-T-Systeme und ihr braucht diese Stecker für eben die Automobilindustrie. Dann werdet ihr mit Sicherheit nicht für diese paar hundert Stecker für die Rüstungsgüter ein eigenes Produktionswerk mit einer eigenen Produktionsstraße aufbauen, wo dann draufsteht, wir machen hier ausschließlich Rüstungsgüter. Wenn ihr in einem Konzernverbund arbeitet und die Diehl Stiftung und Co. KG, das ist die Organisation oben drüber, für die ist es ein leichtes, wenn sie ein Iris-T-Fahrzeug bauen, dann kommen diese Waffenspezialteile aus ihren Untergliederungen der Diehl Defense GmbH und dann brauchen sie eine andere Radaufhängung, die bestellen sie bei Diehl Automotive oder dann bestellen Sie halt eben Ihre Stecker für die ganzen Funkverbindungen, Kabelverbindungen, bestellen Sie einfach bei Diehl Metal Applications. Am Ende steht auf dem Produkt Diehl Defense drauf und im Konzernverbund, da wird arbeitsteilig gearbeitet, aber dazu muss man mal in der Wirtschaft gearbeitet haben, um verstanden zu haben, wie dort so etwas funktioniert. Es gibt hier allerdings so viele Hinweise, dass es hier auf jeden Fall kein einfacher technischer Defekt war. Ein technischer Defekt, der in der Lage ist, innerhalb weniger Stunden den gesamten Brandschutz des Gebäudes auszuhebeln, das Gebäude zum Einsturz zu bringen und alle Überwachungskameras auch noch zu entsorgen. Das erinnert mich ja fast an eine Geschichte, als zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser eingeschlagen sind und dann nebendran andere Gebäude in sich zusammengestürzt sind. Es gibt hier ganz viele offene Fragen. Ich hatte es bereits am 3. Mai und ich finde es gut, dass wir jetzt endlich mal darüber berichten können, dass es nicht immer nur Wildspekulation ist, sondern dass an mancher Spekulation am Ende auch ein wahrer Kern daran ist. Denn es wird hier von Interesse für uns sein, wenn Sabotageakte gegen Firmen auf unseren
auf unserem Staatsgebiet passieren, dann wird es sicher nicht der letzte Anschlag dieser Art gewesen sein. Und wenn solche Firmen wie hier in Berlin mitten im Wohngebiet stehen und mit hunderten Kilo, wenn nicht gar Tonnen von hochgiftigen Chemikalien hantieren in ihrem Produktionsbetrieb und dann kommt ein Saboteur und das Ding fackelt einfach tagelang in Berlin herum und produziert Abgase. Das sind ganz andere Risikobewertungen, die wir hier dann anstellen müssen. Aber dafür bräuchte man einen Kopf. Aber Politik ohne Kopf ist in diesem Land gang und gäbe. Ich bin gespannt, was Sie uns jetzt erzählen wollen. Niemand will wirklich Russland hier belasten, weil man es nicht beweisen kann. Aber man geht inzwischen auch davon aus, dass es vielleicht doch nicht nur technischer Defekt gewesen ist. Ich bleibe dran. Ich finde das hochspannend. Ich würde auch eine Erklärung von Diehl begrüßen, wenn Sie mal sagen würden, was Sie denn hier in Berlin machen, um das eventuell auszuschließen. Aber wir werden sehen, was in Zukunft alles herauskommt. Ihr wisst ja, alles kommt heraus am Ende. Es braucht nur manchmal Zeit, manchmal sehr viel Zeit. Und manches braucht einfach ewig. Abonniere diesen Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines dieser Videos mehr und du erfährst in Zukunft auch weiter von solchen spannenden Details. Vielleicht auch nächstes Mal wieder vorab, wenn ich der Erste bin, der die Behauptung aufstellt. Dieses Mal habe ich vermutlich richtig gelegen. Ich bin aber am Ende gespannt, was genau aus dieser Geschichte wird. War es Sabotage und wenn ja, was hat man am Ende damit bezwecken wollen? Was wurde genau getroffen? Abonniere den Kanal, lass mal einen Kommentar da und damit sage ich Ciao, bis bald.